Die Story im Wolfsrevier. Möglichkeit, den jungen Leuten zu geben, Karriere mit dem Leistungssport, den wir zu miteinander zu verbinden. Auch die Leistung, die ein Arbeitgeber mit Recht fordert, erfüllen können. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht am Anfang noch ein bisschen holprig sein wird, weil es neue Trainer, drei Auswärtsspiele gibt. Und dann gehe ich mal davon aus, dass es dann zündet, auf gut Deutsch. Ja. Kevin Klatt, der neue Trainer, wird heute vorgestellt bei SSI Schäfer, Trainer der Wölfe. Kevin, es ist natürlich eine Sache, Magdeburg, Düsseldorf, Rimpa, ein kleiner Unterschied. Ja, es ist ein kleiner Unterschied, aber auch ein sympathischer Unterschied. Rimpa ist ein gewachsener Verein mit einem tollen Umfeld, mit tollen Fans und mit einer Mannschaft, die sich in den letzten Jahren so zusammengeblieben ist, und ich freue mich auf die Aufgabe hier. Erreicht es ein einstelliger Tabellenplatz, aber die nächste Saison fängt immer wieder bei Null an. So ist es. Die nächste Saison fängt bei Null an. Wir haben uns unsere Ziele gesteckt. Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wir wollen es vielleicht, oder nicht vielleicht, wir wollen es nochmal schaffen, dieses Ergebnis aus der letzten Saison zu bestätigen. Und wenn wir in etwa in diese Region kommen, dann sind wir auch zufrieden und haben gut gearbeitet. Langfristig will man natürlich auch so ein klein bisschen was verändern. Ja, in der Struktur, was dahinter geht, mit der Jugendarbeit, mit der zweiten Mannschaft. Da hat der Kevin Klatt einiges vor. Ja, wir wollen verstärkt die Jugendspieler einsetzen und den Jugendspielern die Chance geben, bei den Profis mitzutrainieren und sie so heranführen. Das beginnt jetzt auch schon in der Vorbereitung. Es werden zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft bei uns an allen Trainingseinheiten teilnehmen, bis mindestens zum Trainingslager, und danach werden wir dann entscheiden, wie es mit denen auch weitergeht. So, das ist so der erste Auftritt, der erste öffentliche Auftritt. Mit wie vielen Spielern hat man schon persönlich gesprochen, außer jetzt hier heute, vorher, im Vorfeld? Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen zurückgehalten aus Respekt vor der Arbeit meines Vorgängers und habe mich da auch im Hintergrund gehalten, habe mit Patrick Schmidt immer wieder mal kommuniziert als Kapitän der Mannschaft und ja, auch zwei, drei andere Gespräche geführt, aber grundsätzlich habe ich mich da schon zurückgehalten. Die Gegend, die ist sehr schön, Würzburg, Rimpa, wunderschöne Gegend, vorher schon mal öfter hier gewesen? Öfter nicht, als Gegner von Rimpa natürlich, und in Würzburg war ich auch schon mal vorher, aber insgesamt gefällt mir oder auch meiner Familie die Gegend hier wirklich sehr gut. Gibt es eine Wunschliste? Hätten wir noch gern irgendwie ein paar tolle Spieler, oder was wünscht man sich als Trainer, wenn man neu kommt? Ja, dass das die Rahmenbedingungen dazu nicht passen, dass wir jetzt noch ein paar neue Spieler verpflichten, das wusste ich vorher. Ich würde mir wünschen, dass die Spieler alle fit bleiben und gesund bleiben, dass der Kader, den ich habe, mir dann auch dementsprechend so zur Verfügung steht und wir gemeinsam jetzt ab nächster Woche einen guten Start haben. Kevin Klatt, wir sind gespannt auf die nächsten Wochen. Dankeschön fürs Gespräch. Ich danke. Die Story im Wolfsrevier.